Ubisoft, wie wär's mit Geisel? Das wäre der Modus, der heute noch fehlt. Naja, Festung ist eine super Karte, nehme ich mal als klitzekleine Entschuldigung an. Aber ein Wunsch ist immer noch da, nämlich gleiche Wahrscheinlichkeit für jeden Modus. Wenn ich schon bei der letzten Folge dabei war, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Die Anna hatten wir vorhin schon dabei. Die Läsion Anna. Die Läsion Anna. Und am Gegnerteam ja, aber. Gegnerteam. So. Oh, 4 Gegner. Ih, da ist einer Mango. Was soll er nicht machen? Was soll er da lassen? Und der König da, König Kapkan, fährt so ein GTA Vice City Auto. Oh. Wenn es jetzt losgeht, dann Ubisoft. Okay. Toll. Nee. Ach so. Man könnte meinen, die Kapkamine laut dem Bildchen da ist wie so ein böses Auge. Die kann da rausschießen. Vielleicht war es da auch mal. Oh, daraus ist dann das böse Auge entstanden. Ja, war bestimmt gar keine Kapkamine geplant. Es war ein böses Auge, was sich nicht drehen lässt. Das war eine Kamera, die man bloß an Türen und Fenstern anbringen kann, die dann guckt und schießen kann. Hektar, Digga. Hektar. Oh, ich muss hier nochmal lang. Zu niedrig. Böses Auge eingesetzt. Wir legen den Stacheldraht hier draußen hin. Okay. 3 Gegner. Schockdrohne. Dummes Ding. Wohin? Da. Schockdrohne kaputt. Was? Teamgerät zerstört? Wieso? Bestimmt Stacheldraht. Das nee, Gerät Stacheldraht. Was aber nicht dein böses Auge hier hinten? Moment. Ah ne, das war eine Kamera. War eine normale Kamera. Die Lücke krümmelt, glaube ich. Ich habe die Lücke. Ich glaube, die Lücke ist auch. Achso. Nein, daneben geschossen. Mist. Wo denn? Was? Polen? Ja, das auch. Ah, zum Glück Kontakt. Also Luke ist jemand unten. Definitiv ist jemand Luke unten. Nein. Bei meiner? Ja. Die du aufgemacht hast. Weiter. Da habe ich mich hier gedacht. Da ist auf jeden Fall jemand, ich sehe ihn sogar. Sicher? Ja, rot markiert. Das ist nicht meine Luke. Da hast du doch aufgemacht, oder? Da oben jetzt, da oben. Nein, die Schockdrohne macht doch meinen. Jawohl, zweite Schockdrohne weg. Roten Ping ist, trappe jemand runter. Mine macht Bums. Ah, was? Eigenen Trupps verbleibt. Hä? Ja, genau, Alter. Ash Wounds. Scheiße, hab ich geschossen. Nein! Der Schuss markiert. Twitch kommt von der anderen Seite. Geht okay. Andere Seite. Da war zu. Twitch ist markiert, Ash ist weg. Twitch ist immer noch markiert.
Ash ist nicht zu sehen. Dann mach ich hier mal zu. Hier ist niemand, ja? Na, ah, da ist doch jemand. Scheiße, ja, die waren da außen. Ja, da ist der Schrank in der Mitte. Nee, nicht der Schrank. Oder irgendwas links ist vom bösen Auge, so eine dicke Ecke. Ja, das ist so ein Mauervorsprung. Ach, Mist. Den habe ich nicht mehr gedacht. Ich hätte mir mit vorgehaltener Waffe mal gucken sollen. Jetzt mal weiter rechts anbringen sollen, die Kamera. Naja, kann die nicht mehr den Gang entlang gucken. Ich bin der Älteste, der hier einen Kill gemacht hat. Schlecht. Ich habe 2 Schockdrohnen kaputt gemacht, also habe ich auch 2 Eliminierungen gemacht. Ja, du hast einen Assist. Das war der... Der Lukenhüpfer. Weil den habe ich durch einen klitzekleinen Spalt mit einem bösen Auge beschießen können. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Böses Auge! Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Schützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Feindliche Drohne nähert sich für Scanvorgang. Ah, oh Mann, wer war das? Jana und Finka. Ah, was ist denn das? Willst du mich verarschen? Was ist? Was soll denn das? Ich habe die Granaten dran vorbeigeworfen! Mann! Ist doch nicht dein Scheiß Ernst, ey! Kann's nicht sein, ey! Ash, haben sie noch. Nicht gut. Da war jemand. Bei der Kamera Lobby kommt einer, hat eine Tür aufgeschlagen und da war auch Ash im Gang. Feindliche Drohne zum Scannen unterwegs. Klemme aufgestellt. Kommt das Hologramm rein von Jana. Feindliche Drohne nähert sich. Stark. Na, das war gut, Junge. Irgendwas markiert. Da hinten. Eine Läsionsmine geschnappt. Scheiße, neben geschossen. Ach, das war eine kugelsichere Kamera, nicht dein Scheiße. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Wer echt da rumeiert? Wieso, was macht denn der? Er ist nicht Zeit, hat er noch Zeit. Achso, der ist gar nicht da drin. Boah, jetzt geht's ab. Der war gar nicht in dem Raum. Nee, der war noch hinten Richtung
Was ist denn? Warum müssen die immer alle abhauen, Alter? Der ich hat irgendwelche Probleme. Die zuckt da oben. Ups. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Oh, Grabschwarm. Cafeteria. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter. In letzter Zeit kann man ganz schön auf die Bereiche, den Behälter und die Bomben markieren. War ich gar nicht mehr blöd davor. Haus mir die ja alle markiert. Jetzt buddel dir ein Loch schnell. Hier, guck. Ist denn der Taucherbrille rechts? Ja. Oh, hat noch geschossen. Oh. Also das war echt dämlich vom Störsender Mann. Guck dir dich da ewig an. Aber wie mit seinem Taucherbrillenblick. Weiter zu seiner Position. Er hat jetzt überlegt, ist das eine Kamera hier zu sehen? So, Grabschi, Grabschrau, wo bist du? Es ist zu gut. Grabschrau ist tot. Ja, schon kaputt. Mhm. Ja, scheiße. Oh Gott, das sind Löcher. Mist. Na, haben wir mal Entschuldigung. Die Drohne macht sich auf den Weg. Der Bug ist da oben. Na, ach, das kann doch nicht sein, ey. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des einstellen. Hm. Mit Sicherung des Behälters fortfahren. Na, jetzt kommt er gerade vor. Neutralisiert ist. Sicherung des Raumes einstellen. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Wie viel jemand da markieren kann. Ach nö, macht doch nicht kaputt. Letzte Spaß übrig. In dieser Partie. Wobei, da ist noch Spaß. 10 Sekunden übrig.
Oh. 5 Sekunden. Komm, hüpf rein. Umkämpft und tot. Geht gleich raus. Was für ein Lauch. Bringt uns zwar nichts mehr, weil es nur 3 steht. Naja. Lauch bleibt Lauch. Da war wieder dieses komische Waffendesign mit dem vielen Weiß vorne, was man so gut im dunklen Raum sieht. Jetzt spielen wir Flugzeug, Turm, dann Favela, Yacht und... Eine will immer versteckt bleiben. Nee, es müssten noch 2 sein. Flugzeug, Turm, Yacht, Favela. Das sind erst 4. Was sagst du? Ne. Ich muss drücken. Turm, Yacht, Favela, Flugzeug. Drücken kannst du auf Klo. Geht gerade nicht. Wieso ist besetzt? Nö, aber das ist ein weiter Weg. Ich muss erst in die Innenstadt fahren oder City Klo. Nee, Donnerbalken ist schon kalt. Oh geil, Bereich sich an Grenze. Jetzt geht's aber ab hier. Bitte bei der Kuppel angreifen. Hatten wir doch schon. Ja, aber noch nicht oben bei den Büros. Ja, doch. Jetzt fehlen mir 2 Karten im Arbeitsraum. Was, dir fehlen 2 Karten? Flugzeug, Turm, Favela, Yacht. Das sind aber schon 4. Ja, mir fehlen aber noch 2. Welche wären das? Kanal für Nummer 5. Die gerade nicht dabei sind. Turm? Habe ich schon. Doch irgendwo auf meinem Tablet noch ein Screenshot von dem Spaß. Mal gucken, ob das ein aktueller ist. Wir haben ja eh noch eine Minute Zeit, bis es hier losgeht. Villa ist dabei, ne? Villa ist jetzt aktuell dabei, ja, hatten wir jetzt schon 2-mal. So, da ist die Übersicht. Void Edge. Wolkenkratzer, stimmt. Wolkenkratzer. Mensch, Wolkenkratzer. Mensch, kratz dich mal an der Wolke. Wir spielen jetzt Wolkenkratzer, Turm, Favela, Yacht, Flugzeug und Kanal. Genau in der Reihenfolge als nächstes. Alles mit einmal? Als nächstes, in der Reihenfolge. Alles mit einmal? Nee, das wäre schon unfair. Haben sie eine Map draus gemacht? Wie viele Stockwerke? Turm, Wolkenkratzer. Yacht hat ja schon viele Stockwerke. Keller, Erdgeschoss, erstes und zweites, 4 Stockwerke. Turm hat +2, genauso wie Wolkenkratzer. Da gibt es keinen Keller. Das Flugzeug hat einen Keller. Favela hat auch 3 Geschosse. Oder? Mit dem Turm sogar 4. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Nee, Erdgeschoss, also Obstlad, ich hau mal oben zu. Das Erdgeschoss, wo die Waffen sind. Waffenraum. Wo will ich hin? Hier hin. Darüber? Ja, 3. Der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Das Yacht wohl vielleicht einzigartig mit 4 Etagen. Outback hat keinen Keller, hat +2 Etagen. Kaufst du mir? Schenkst du mir? Gerät wurde platziert. Es bleiben 10 Sekunden. Das Gerät ist am Platz. Es bleiben 5 Sekunden. Platziert. Wir sind noch gar nicht zu. Und sie hat mir auf den Arsch gestanden. Guck zurück. Toll, alle Außenkameras put. Jetzt macht doch mal zu hier, Leute. 4, 3 Operatoren mit Luken. Ein Operator hat noch gar keine Luke hier angebracht. Keine Verstärkung angebracht.
Wechselmagazine! Ja, ist Quatsch. Scan steht direkt bevor. Ich starte den Timer. Jetzt macht jemand die Decke auf. Kontaktgranate! Ich werfe den Köder. Ein Schildträger. Ich bereite die Nadeln vor. Feindliche Drohne nähert sich dem Scanner. Timer wird gestartet. Ja, Schildträger bei mir. Gelber Ping. Jetzt nicht mehr. Gut. Hat nämlich keinen Bock auf den. Aber da war noch einer draußen. Der Feind wird gleich das Gebiet scannen. Okay, das waren alle drei Scan-Vogeln. Einer noch Haupteingang. Wie sie alle hinrennen, alle drei. Und tot. Das ist Leon gewesen. Ich glaube, jemand beim Schalter hat gerade Glas aufgemacht. Die kriegen eine Spritze. Die Nadeln warten. Ja, das war hier beim... Oder nicht? Ich meine, das war beim Schalter. Nein! Dann geht die beim Zoll. Jetzt macht jemand oben auf. Direkt vor meiner Nase. Wieso schrei ich denn so? Waffenschränke ist offen. Nomad ist es, ja. Nomad. Oh ja, ich merk's. Nomad upstairs. Lass durch. Letzte Treppe, Kamera kaputt. Nur noch 15 Sekunden. 10 Sekunden noch. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Sie haben. Kommt am Schild, am Schild. Scheiße. Ah. Hat aber auch ganz schön viel gefressen nach dem Metallschrank, der da stand. Wollen wir noch Säge oder was? Was machst du? Du bist viel eher gestorben. Ich habe ihn so eingekillt. Ich habe bis zum Schluss durchgehalten. Und ja auch so viel. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Ich verstärke die Wand! Die Drohne ist den Biogefahrgutbehälter geschützt. Fensterbarrikade steht! Pizza ist fertig. Es bleiben noch 10 Sekunden. Geh weg, du dicker Hintern. 5 Sekunden noch. Böses Auge bereit. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Stacheldraht angebracht. Hier ist schon mal die Kamera.
Wechsle meine Ziele. Glashäuser? Was? Gute Reise, kleiner Freund. Glas bei mir markiert. Oh, Scheiße, ist der Rauch. Ja, rot. Ist wieder rausgerannt, rausgerannt. Hoffe ich zumindest. Da liegt bloß jemand. Ich lade nach. Klär mal irgendwo am Camping. Mann! Den Biogefahrgut. Komm noch einer! Wir aushalten. Der Gegner versucht nicht. Na, zwei. Boah! Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Du ein Schwein. Ja. Markiert IQ. Mal nach. Wenn im Flur Pieper einer kommt, kann ich dir das sagen. Gut. Boah. Ja, IQ müsste dann von Pieper oder links da kommen. Er kommt links, ganz links, die Tür. Okay. Nein! Scheiße! Was von wo? Was ach, von dem Scheiß. Ja, ich hab nur ganz links. Ach so, das meinst du mit. Ja, na, sag am besten Archivs nächstes Mal, ja. Ich hab gesagt vom Pieper. Ganz links. Links, ganz links vom Pieper. Ja. Springbrunnenraum, Archiv. Ja, ich weiß doch. Du weißt doch, wo der Pieper ist. Dann guckt man da hin. Das. Das war auch wieder seltsam. Ich hab gesagt, dass im Gang vom Pieper. War sie vorher, da war sie markiert, die ganze Zeit. Ich fand es wieder seltsam, auf dem rechten Ohr waren wieder Schritte zu hören. Ja, hör doch nicht immer auf die Schritte. Nee, ich hab's bloß angemerkt, ich hab da nicht mehr hingeguckt, aber es war halt echt seltsam, nervend, dass jemand rechts dauernd getappelt hat, obwohl nur noch ein Gegner da war. Verlass dich da nicht so sehr drauf. So, jetzt sind sie bestimmt beim Schalter, aber nein, die sollen ja oben bei den Büros sein. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Schalter ist auch. Büros. Da war es auch so. Dann Büros. Jawohl. Oder Waffenlager. Steuersendermann haben sie. Stimmt, das können sie auch sein. Mann, fahr doch da hin. Was? Hier kommt man ja nicht zwischen. Einsatz in 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt. Die haben Glas. Leon haben sie auch.
Jawohl, Büros. Komm, Ubisoft, ich sehe den Bereich doch. Vorher noch gelobt, jetzt. Weiter zu seiner Position. Die suchen die Kamera unten, das ist so geil hier oben. Halt. Mal das Fenster hinten ab und guck da rein in den Raum. Oh, ist schon offen. Ja, bei hinter den Schrank, die... Okay, gut. Mal angeschossen habe ich's. Ups. Gut, ich komm rein. Ich guck mal kurz Kameras. Alle drei noch im Raum. Hier ist nix. Alle im Bereich sicheren Raum. Steck mal Waffenräume ab. Mensch, dem Kollegen markiert doch mal. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Kite haben sie. Einer verbleibt. Guck bitte Drohnen, Kuppel oben. Der ist hinten in der Ecke gewesen. Außenwand? Ist immer noch da, hinterm Behälter. Okay. Geht immer noch da. Ne? Guckt jetzt in deine Richtung. Er liegt hinterm Behälter. Nein, jetzt habe ich hier nicht geguckt. Die Tür vorher noch. Oh, Scheißdreck. Oh Mann. Ach, eine Matte war da auch noch. Ja, da bist du doch nicht kaputt gegangen. Aber es hat da explodiert, warum geht die da nicht mit hoch? Weil die auf der anderen Seite lag oder wie? Ja. Überlebt die Explosion, obwohl die direkt daneben hängt. Boah, das war ein trauriges Ende. Aber das Tolle ist halt einfach, wir waren mal wieder oben bei den Büros und die Position ist als Angreifer einfach toll. Also allein schon wegen der Drohnen, weil da halt niemand hinguckt. Ich finde das schön, dass mir das damals ein Typ gezeigt hat. War das ein Gegner oder ein Teamkollege? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber dass die Matte da nicht kaputt geht, ist auch sonderbar. Riesenexplosion. Man geht dabei drauf, aber die Matte bleibt liegen. Wirkt aber halt bloß in eine Richtung. Naja, hoffen wir bald mal wieder auf Bereich sichern oben bei den Büros auf Grenze. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.